Sprachen lernen, je mehr, umso besser. Darum geht's bei Languages Through Lenses, ein Filmwettbewerb mit dem Thema Vielsprachigkeit. 15 Teams haben ihre Projekte eingereicht. Beim Prix Europa in Berlin, dem größten trimedialen Festival europaweit, können die jungen Filmemacher ihre Werke präsentieren. Am Ende gibt es einen Gewinner. Tag 1 im Haus des Rundfunks in Berlin. Nach monatelangem Arbeiten sind die Filme nun fertig. Sie behandeln alle ein Thema, wie wichtig es ist, Sprachen zu lernen. Im Rahmen des Prix Europa werden die Filme zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Wir hoffen natürlich, dass die Filme nachher auch Festivals oder im Fernsehen etc. halt noch weiter gezeigt werden. Das ist ja auch ein weiterer Schritt, der auch wichtig ist, um halt gerade die Filme auch noch einem größeren Publikum zugänglich zu machen und auch eigentlich dann aufmerksam zu machen auf, wie wichtig es einfach ist, heute, also jetzt nicht nur in Europa, aber auch weltweit, aber auch gerade in Europa halt, verschiedene Sprachen zu sprechen, um sich einfach besser zu verstehen, zu verständigen, um die Kulturen auch voneinander besser kennenzulernen. Warum machen wir überhaupt Filme zum Thema Sprachen? Sprachen beherrschen, Sprachen lernen. Das ist so ähnlich wie mit Mathe. Wir müssen Mathe lernen. Wir mögen es nicht, wir hassen es sogar. Aber es ist im Lehrplan und darum müssen wir es lernen. Mit den Sprachen ist das genauso. Freude, schöner guter Funken. Freund, schöner guter Funken. Freude, schöner guter Funken. Töchter. Tochter auf der Lyceum. Wir betreten Feuer dunkel. Hilmische, da Heilmichtum. Deine Zauber blinden wieder. Was die Mutter so geteilt. Alle Menschen wie den Bruder. Brüder. Wo dein Sande? Wo dein sanfter Flügel war. Freude, schöne Götterfunkel, Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuerdunkel, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode spendet hat. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel war. Dieses Jahr ist es jetzt die 4. Edition. Seit der ersten Edition, es war das gleiche Thema, Multilinguism, das hat sich also nicht verändert. Das, was wir halt verändert haben jedes Jahr, ist auch zum Beispiel die Länge, weil man da natürlich mit spielen kann, ist jedes Jahr etwas anders. Dieses Jahr sind die Filme alle mussten zwischen 60 und 90 Sekunden lang sein. Die meisten dieses Jahr sind 90 Sekunden lang. 90 Sekunden ist eine schwierige Zeitvorgabe. Es ist zu kurz, um etwas Großes zu erzählen, aber zu lang, um etwas total Simples zu machen. Es ist irgendwie dazwischen. Die meisten Projekte haben das gut hinbekommen. Manche Filme sind nahezu perfekt abgestimmt auf diese 90 Sekunden. Wichtig ist auch der Publikumsaspekt, denn 90 Sekunden ist genug Zeit, um die Message des Films verstehen zu können. Und es ist so kurz, dass auch wenn man die Fernbedienung in der Hand hält, nicht gleich umschaltet. Man weiß ja, dass es kurz ist, also schaut man es sich bis zum Ende an. 90 Sekunden, I think it gave you Bei 90 Sekunden musst du dich auf etwas fokussieren. Du kannst dich nicht verlieren in anderen Dingen, die vielleicht nicht so wichtig sind, sondern musst bei einer konkreten Sache bleiben. Reality is everything that is around man. It is space and time, We understand that we have the reality that we are able to see, and then we also have the true reality, which we are not able to come into contact with. When we understand reality and our relation to it, we begin to understand human being. Hey, are you okay? Do you want to join us in the cafeteria for the break? Mm-mm. Okay. Pronto? Mamma, sono io. Ciao, e allora? Sono stanca. Ma, il pranzo fra quanto è pronto? Fra un attimo. Dai, vi lascio pranzare, a dopo. Are you feeling better? Are you feeling better? Are you feeling better? He will be all right. It'll Be All Right ist eine biografische Geschichte. Für ihr Studium verließ die Regisseurin ihre Heimat Italien. Vor 3 Jahren kam ich nach Großbritannien, um dort zu studieren. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich dort eingelebt habe, bis ich mich an die Menschen und die Kultur gewöhnt habe. Wenn du die Sprache nicht verstehst, fühlst du dich allein. Die anderen reden auf dich ein, aber du verstehst sie nicht. Das grenzt dich aus. Deswegen ist es wirklich wichtig, und das will ich mit meinem Film sagen, dass man Sprachen lernt. Nur dann kann man sich auf die Kultur und auf die Menschen einlassen. Und die sind meistens wirklich nett. In It'll Be All Right erzählt die Italienerin von Erfahrungen, die man in einem fremden Land macht. Bewusst wählte sie die Form der Animation. Die Animation ist ja nicht real. Das gibt dir die Möglichkeit, mehr Emotionen in den Film zu legen. Durch Zeichnungen kann man Gefühle manchmal besser darstellen. Ich denke, Animation war genau die richtige Form für meine Geschichte. Als die Elia Arts School den Wettbewerb ausschrieb, bewarben sich rund 100 Teams. 15 von ihnen wurden im Mai nach Amsterdam eingeladen. In einem Workshop wurden dort Skripte besprochen, die Geschichten weiterentwickelt. Mit 5.000 € Budget in der Tasche konnten die jungen Filmemacher dann loslegen. 5.000 € ist natürlich sehr viel Geld für einen 90-sekündigen Film. Wir wollten diese Erfahrung machen, mit großem Budget zu drehen. Wir sind ja Studenten und müssen unsere Filme normalerweise selbst finanzieren. So konnten wir uns bessere Technik leisten, bessere Drehorte finden und so weiter. Aber auch das Thema an sich war eine Herausforderung. Wie geht man mit Vielsprachigkeit um? Das war spannend. It's very motivating in a way. Bonjour, monsieur. Nous sommes perdus. Nous cherchons le chemin. Il faut que j'aie encore plus haut. Et vous verrez le chemin. Vous parlez français? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. De rien. Guten Morgen. Hi, morgen, morgen. Ja, ja. Eigentlich hat alles mit der Ziege angefangen. Eigentlich war die Ziege die Hauptinspiration. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir die restliche Geschichte mit dem alten Mann zusammengesponnen. Und die Ziege war eine spontane Idee. Im Radio haben wir was über Ziegen gehört. Und dann wollten wir einfach was machen, wo eine Ziege drin vorkommt. Okay, also es geht mit der Ziege los, aber dann geht es ja eigentlich in der Geschichte um einen alten Mann. Und man würde meinen, es ist eher untypisch für jemand Älteren, der in den Bergen lebt, dass er viele Sprachen sprechen kann. Was war denn euer Gedanke dabei? Die Idee ist, niemals aufzuhören, Sprachen zu lernen. Auch nicht, wenn man alt ist. Sprachen kann man immer lernen, egal wie alt man ist. Es geht auch darum, Einsamkeit zu überwinden. Der Mann hat seine Frau verloren und ist jetzt allein. Aber er will natürlich mit Menschen reden, er will in Kontakt mit ihnen treten, ihnen helfen. Das ist die Idee. Hier im Rundfunkhaus in Berlin sehen die Filmemacher die fertigen Werke zum ersten Mal. Sie wie auch ihre Mentoren werden am Ende über einen Sieger abstimmen. Doch vorher wird jeder Film bis ins Detail besprochen. Alles wird hinterfragt. There are five criteria Es gibt 5 Kriterien, unter anderem Kamera, Regie, Dramaturgie und vor allem die Message. Passt der Film zum Thema Vielsprachigkeit? Ich denke, am Ende werden wir uns alle einig sein, wer die besten 3 Filme sind. Wir haben 15 Projekte. Sagen wir 5 davon, da werden sich mit 100%iger Sicherheit alle einig sein, dass das die Gewinner sind. Dann kann man sich vielleicht um die Reihenfolge streiten. Manche mögen den einen Film lieber, manche den anderen. Aber ich denke, am Ende sind wir uns einig, dass die gewählten 3 an die Spitze gehören. Aber es ist ja so, bei 90 Sekunden kommt es sehr auf das Gefühl an. Was löst der Film aus? Es braucht eine emotionale Bindung. Der Film, der das schafft, der wird gewinnen. Die jungen Filmemacher, die größtenteils an Filmhochschulen in ganz Europa studieren, sollen hier in Berlin ihre Werke nicht nur präsentieren, sondern vor allem dazulernen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so viel Arbeit und Energie in seinen Film gesteckt hat und dann vor der Gruppe steht und Feedback bekommt? Es ist schön zu hören, was andere von deinem Film halten. Ich kann mit ihnen übereinstimmen oder eben nicht. Was wirklich interessant ist, wenn Leute über deinen Film diskutieren und Sachen hineininterpretieren, die man selbst gar nicht so gesehen hat. Aber es ist schön, dass Leute darüber nachdenken, über den eigenen Film. Also finde ich nicht, dass Kritik schlecht ist. Ich glaube, sie kann einem wirklich weiterhelfen. So I wake up this morning and, you know, this guy is in my bed. I'm not quite sure I know him, but we make some coffee and go out for a walk. Elinize. You're wrong? Ne razbiram. Don't understand. Die 90-Sekunden-Filme, die wir dieses Jahr haben, das ist mehr so spritzig und kurz, mehr wie so ein Videospot. Das ist auch besser, um diese, wenn wir sie nachher unterbringen wollen, im Fernsehen oder in Festivals, haben wir da eigentlich auch mehr Chancen. Es ist vielleicht schwieriger, was man so denken sollte, um in einer kurzen Zeit eine Message rüberzubringen. Aber manchmal kann es auch wirklich schwer sein, halt, und in 3 Minuten, um das wirklich zu füllen. Weil manchmal braucht eine Idee 3 Minuten, aber man könnte sie auch sehr gut halt in 90 Sekunden unterbringen. Also es kommt immer drauf an, auf den Film. Es ist, ja. Zweiter Tag in der niederländischen Botschaft. Hier werden später die 3 Finalisten bekannt gegeben. Auf eine Nominierung hofft auch das Team von The Importance of Speaking Two Languages. In ihrem Film geht es nicht um Menschen, sondern um die Tierwelt. Eigentlich habe ich die Idee von einem alten Mann. Der hat mir eine ähnliche Geschichte erzählt. Und als ich von diesem Wettbewerb gelesen habe, da dachten wir sofort, okay, da müssen wir mitmachen. Anfangs haben wir echt das Hundegebell und Katzenmiauen als Sound verwendet, aber das klang nicht gut. Wir brauchten etwas Nicht-Reales, das zum Stil des Films passte. Also haben wir die Geräusche selber gemacht. Ich bin der Hund. Ein Freund hat die Katze und die Maus gemacht. So war das. Wie wichtig ist es denn für euch heute, hier nominiert zu werden? Ich bin schon total froh, dass ich überhaupt diesen Film machen durfte, dass ich durch dieses Projekt reisen konnte und andere Leute kennenlernen. Natürlich wäre es schön, nominiert zu werden, aber das ist im Grunde nicht so wichtig. The moment has now come, and it's a great honor for me. Und dann ist es soweit. Die Finalisten werden bekannt gegeben. Das Team aus den Niederlanden ist unter den ersten drei. Ja, misschien kunnen we wel samen reizen. Ik heb zelf wel heel veel landen gezien, maar ik vind het altijd een beetje saai. Kijk nou, succes. Hola, signor, ha un problema? Lass mich die Hilfe. Le ragazze, de passi, l'amor, svenske, ruski, francesi, hollands, italiano. I speak all. Una principessa bellissima. Printemps, toujours avec toi. Het is altijd lente in jouw ogen. Ik kom in ademnood. Je hoeft niet vannacht naar huis, want de kans is groot. Wenn du mehrere Sprachen sprichst, hast du mehr Möglichkeiten. Du kannst manche Situationen einfach besser meistern. Ja, und wenn nicht, dann musst du verdammt schnell sein, um im Wörterbuch zu blättern. Der zweite Finalist kommt aus Bulgarien mit dem Film Missing the Train. Actually, I think if people know how to communicate, maybe there won't be problems. Wenn die Menschen besser kommunizieren könnten, gäbe es vielleicht nicht so viele Probleme. Also ist es wichtig, Sprachen zu lernen. Am besten lernt man ja, indem man Fehler macht. Und das waren so die Dinge, an die ich gedacht habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Sorry, can you... Ето това момиче, видите ли го спуфера? След нея, значи не първия. Осва. Шпу. Конничива. Узеле го? Хай. Нанего десу ка? Шко по-я. А, франсго ка. Чото франсго ваканнай десу не. А, денша демашта не. Билети за проверка. Вие какво правите тук? Точно. Der letzte Finalist und am Ende auch der Gewinner des gesamten Wettbewerbs ist The Importance of Speaking Two Languages. Ihre ausgefallene Idee, mit Sprache umzugehen, hat die Jury und die anderen Filmteams überzeugt. Sprachen beherrschen. Darum geht es bei Languages Through Lenses. Darf ich mal fragen, wie viele Sprachen sprichst du denn? Ich spreche schlechtes Englisch, ein bisschen Französisch und Italienisch. Vielleicht ist der Film eine Entschuldigung dafür, dass ich ein fauler Sprachenlerner war. Ich mag Deutsch. Das klingt schön. Nom 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 nom.